Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallihallo, ihr lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5M Server erstellen Cubicore. Heute, wie ihr vielleicht schon in der Titelbeschreibung gelesen habt, will ich euch mal zeigen, wo ihr die Blacklist-Fahrzeuge findet und wo ihr diese löschen könnt und wie ihr das alles machen könnt, damit ihr auch Blacklisted-Fahrzeuge wieder sparen könnt. Ihr könnt natürlich auch Fahrzeuge auf die Blacklist noch hinzufügen. Ja. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr an die Blacklist-Fahrzeuge reinkommt, wo diese stehen, was ihr tun müsst, um ein Blacklist-Fahrzeug auf dem Server wieder benutzen zu können, und was ihr eventuell vielleicht auch tun müsst, um ein Blacklist-Fahrzeug hinzuzufügen. Ja. Wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass Blacklist-Fahrzeuge wieder im Spiel funktionieren, beziehungsweise dass man die wieder spawnen kann. Ja. Ihr könnt diese nicht gleich kaufen oder sonstiges. Ihr müsst die als Admin spawnen, diese Blacklist-Fahrzeuge. Ja. Wenn ihr diese kaufen wollt irgendwo in einem Shop oder so, dann müsst ihr schauen, ob diese auch in einem Shop eingetragen sind oder beziehungsweise ob diese in der Cubicore auch eingetragen sind unter den Vehicles. Ja. So, wir fangen aber erstmal an mit der Geschichte. Ihr wollt ein Fahrzeug bauen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Reno, das ist dieser Panzer, und es passiert folgendes, wenn ihr auf Enter drückt. Er taucht kurz auf und dann ist er wieder weg. Ja? So, das heißt, das Fahrzeug ist ein Blacklist-Fahrzeug. So, ihr erhaltet zwar die Schlüssel, aber das Fahrzeug wird wieder weggespawnt. Was ihr machen müsst, ist, ihr geht auf euren Server, meldet euch an auf eurem Server über WinSCP oder FileZilla. Dann geht ihr in die Resources rein. Dann geht ihr auf QB, dann sucht ihr euch QB Small Resources, und da gehen wir, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, da gehen wir in die Configlur, und jetzt müsst ihr suchen nach Config Blacklisted Vehicles. Und da haben wir es ja schon, hier, Config Blacklisted Vehicles, und da stehen jetzt alle drin. So, wir haben jetzt den Reno, diesen Panzer, den suchen wir uns jetzt hier, machen den auf False, ja, und speichern das ab, und wir testen jetzt einfach mal, ob wir in-game den wiederholen können, um das Ganze, oh, was ist das denn? Warning Network get IT from Entity no Suche. Ja, okay. Das ist jetzt die Warnung von diesem Fahrzeug, was wir ja nicht spawnen konnten. Wir verlassen einmal den Server. So, ich mache jetzt einfach mal per SAP Hosting. Muss euch das nicht zeigen. Ich logge mich gerade mal schnell in Zap-Hosting ein, um dass wir den Server restarten können. Also ihr braucht hier auch nichts downloaden oder so. Ja, das ist alles standardmäßig im Cubicore Framework enthalten. So. Ich starte jetzt einfach mal den Server neu. Also wie ihr seht, ihr müsst einfach nur das Fahrzeug, was blacklisted ist, suchen. Die stehen hier alle drin. Ja? Und diese müsst ihr einfach auf
vorzustellen, also auf Force, dann werden die nicht mehr blockiert. So, wenn ihr jetzt natürlich ein Fahrzeug haben möchtet oder beziehungsweise in die Blacklist eintragen möchtet, dann kopiert ihr euch das hier. Kopiert euch das mit STRGC. Macht hier einmal Enter, fügt das mit STRGV ein, tragt hier vorne den Hash oder beziehungsweise den Spawn-Name ein. Zum Beispiel, was können wir jetzt mal eintragen? Diesen Adder, ja, den es da gibt. Und dann speichert ihr das ab. Dann habt ihr diesen Adder in der Blacklist drin. Ja, so. Da ich das jetzt aber nicht brauche, lasse ich das alles so. Ja. So, wir haben jetzt einfach nur diesen Vino aktiviert, indem wir den auf False gestellt haben. Müsste er jetzt rein theoretischerweise wieder funktionieren. Wir gucken einmal auf den Server und gucken mal, ob wir den Vino jetzt als Admin spawnen können. So, gehen einmal auf Root V. Wenn ihr Bock habt zu zocken, könnt ihr das gerne hier drauf tun. Es zwingt euch keiner, aber ihr könnt. Wir sind auch ab und zu mal da. Meistens immer so, wenn wir frei haben oder nachmittags, könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Oder ihr könnt allgemein gerne da drauf zocken, wenn ihr das wollt. Ja? So. Wir haben jetzt halt auch schon das Doppelte an Ressourcen auf unserem Server. Also wir müssen halt mal schauen. Wir müssen halt mal jetzt schauen, dass wir das noch ein bisschen inbekommen. Also es wird immer mehr. Also es dauert Zeit. Und ihr habt ja jetzt selber auch mitbekommen, dass ich ab und zu, also dass ich jetzt öfters kein Video gebracht habe. Das liegt daran, dass ich halt am Server viel gearbeitet habe, jeden Tag. Ne? Da ich gefragt wurde wegen TeamSpeak und Salty Chat, nein, gibt es derzeit noch nicht von mir, gibt es wahrscheinlich aber dann später. Also es kommt irgendwann ein Video zum Thema Salty Chat und wie ihr das auf eurem Server einbindet, beziehungsweise bekommt ihr dann von mir. Das Salty Chat Script, das Salty Chat Handy, also was komplett dann umgeschrieben ist auf Salty Chat, und ihr bekommt das Salty Chat Radio, das ist dieses Funkgerät, was auch komplett umgeschrieben ist auf Salty Chat. Problem ist, was ich derzeit habe, ich habe noch Warnings drin. Ja, es sind keine Fehler, aber es sind Warnings. Die machen jetzt nichts, die machen jetzt keine Probleme oder sonstiges, es funktioniert alles, aber wir haben halt Warnings in dem Skript. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich denke, wenn Zeit ist, werde ich da noch mal drüber schauen und gucken, ob wir da irgendwas beheben können. Ansonsten werdet ihr das später so bekommen, mit diesen Warnings. Die werden euch nicht den Server kaputt machen oder sonstiges. Es sind halt nur Warnings, die auftreten. Es sind keine Script-Errors oder keine Script-Fehler. Es ist einfach nur ein Warning, weil irgendwas nicht gefunden wird. Ja, also jetzt nichts Großes. Es ist bloß irgendeine Mitteilung oder was auch immer, die da nicht ausgestrahlt wird oder angezeigt wird. Es ist jetzt nichts groß Fehlerhaftes. So, wir spawnen einfach nochmal. Muss noch mal kurz hier auf meine. Okay. So. Und jetzt müssten wir ja eigentlich, wenn wir den. Ich mach mal kurz hell. So. Wenn wir jetzt den Vino eingeben mit slash k und dann einfach Vino. Dann funktioniert das auch, weil wir den ja in der Blacklist deaktiviert haben und dann können wir hier ein bisschen Action haben. Ja, ihr müsst natürlich aufpassen, der geht auch schnell kaputt. Ja, weil da müsst ihr dann noch was an der Stabilität der Fahrzeuge ändern, wenn ihr wollt, dass er länger hält.
Aber soweit hält er. Ich würde bloß nicht mit dem Fahrzeug über andere drüber fahren, weil dann geht euer Panzer auch kaputt. Ja? Wenn ihr andere jetzt über andere drüber fahrt. So, aber ihr könnt jetzt hier, ja, keine Ahnung, den Spaß des Lebens haben, ne? Und könnt jetzt mit dem Panzer halt ein bisschen Dünnschiss anstellen, ne? So. Macht auch mal Spaß, aber so ein Panzer hat halt auf dem RP-Server nichts zu suchen eigentlich. Außer ihr macht den bei der Army rein oder so, dann ist das was anderes. Aber das Ding ist halt, wenn das ein Adder, ein Modder oder ein Hacker oder sowas spawnt, dann habt ihr natürlich ein Problem. Ja, so. Ich lasse ihn jetzt wieder verschwinden. Und ich stelle ihn jetzt wieder aus bei mir auf dem Server. Und ja. Von meiner Seite her war es das eigentlich schon. Ich habe euch eigentlich jetzt alles erklärt, wie ihr diese Fahrzeuge entfernen könnt. Dass die halt wieder spawnfähig sind. Einfach von True auf False stellen. Ja. Ich habe euch gezeigt, wo ihr das findet. Und ich habe euch auch gezeigt, wie ihr Fahrzeuge hinzufügen könnt. Eigentlich alles ganz simpel, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben, weil es haben so viele gefragt, wo man die Blacklist-Fahrzeuge findet. Und deswegen habe ich ein Video gemacht. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt von meiner Videoreihe oder wenn ihr mehr von meinem Gequassel hören wollt oder allgemein mehr von meinen Videos sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Es ist kostenlos, es kostet euch keinen einzigen Cent ein Abo und ihr unterstützt mich kostenlos in dem Falle. Und ja, Glocke aktivieren nicht vergessen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ansonsten sage ich schon mal Danke für eure Abos. Ja, es wäre wirklich sehr, 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 sehr geil, wenn ihr ein Abo da lasst, weil unterstützt mich im Endeffekt und ich kann euch mehr Videos bringen und mehr zeigen. Wie gesagt, Fragen, wenn ihr Fragen habt, kommt in Discord. Wir werden da schon irgendwie eine Lösung finden. So, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Wann das kommt, kann ich euch nicht genau sagen, aber es kommt auf jeden Fall weiterhin immer ein Video. Also dranbleiben und bis zum nächsten Mal, euer Sachsen-Gamer 87. Haut rein, habt einen schönen Tag und wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, schöne Weihnachten und frohes neues Jahr.